Zürich konkret wird Ihnen präsentiert von Domoreisen. domoreisen.ch. Zürich konkret auf Zürich Plus. Ich begrüße Sie zurück aus der Sommerpause zu einer neuen Sendung. Stars und Sternli, das ist das Motto der diesjährigen Musikfesttage in Walliselle, die zwischen dem 19. und dem 27. September im Saal zum Doktorhaus in Walliselle stattfindet. Bereits zum 8. Mal geht es dabei um außergewöhnliche und hochwertige künstlerische Leistungen. Seien das Humor, Kinder, Swiss Country oder wie mein Gast Megastars, die zum Schluss für einen absoluten Höhepunkt sorgen werden. Ich freue mich, ist er diese Woche zu Gast bei uns, der Adrian Stern, seit seinem Riesenerfolg mit seiner vierten CD «Herz» vor knapp 4 Jahren mit über 50'000 verkauften Alben, einer ausverkauften Schweizer Tournee und einem Swiss Award für das beste Album, scheint dieser Erfolg fast nicht mehr zu toppen zu sein. Er hat sich darum Zeit gelassen und Ende letztes Jahr sein viel erwartete neues Album «Eins und Eins» herausgebracht. Und mit dem Ohrwurm, das wünsche ich mir, ist er präsenter denn je. Herzlich willkommen, Adrian Stern. Hallo. Als Künstler, als junger Künstlermusiker träumt man vom durchschlagenden Erfolg und dann einmal ist er da. Ja, also gerade so von einmal ist er dann gleich nicht da gewesen. Ich habe als Kind wirklich davon geträumt. Ich mag mich erinnern, als ich 10 war. Nachdem ich den Film «Back to the Future» gesehen habe, wo einer am Schluss Gitarre spielt auf der Bühne, da habe ich meine Lego-Eisenbahn vom Eisenbahntisch, das war so ein Holztischchen, etwa so hoch, in meinem Zimmer weggefegt und habe mir mit einem Brett und einem Stab eine Gitarre gezimmert und bin dort drauf rumgekumpelt und habe zum Soundtrack von «Back to the Future» Musik gemacht und habe mir dort schon so ein bisschen ausgemalt, wie das könnte sein, auf der Bühne zu stehen, aber nachher war es doch noch ein relativ langer Weg. Ich bin eigentlich erst mit 28 habe ich mein erstes eigenes Album mit eigenen Songs draussen gehabt. Aber zurück bei dem kleinen Bub, beim Adrian Stern mit 10. Das war nichts mit Lokiführer, Polizist, Feuerwehrmann, sondern Musiker war es schon früh. Also der Lokiführer, der war schon noch bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, dort ist das schon ein Traum gewesen. Klar, wie wahrscheinlich jedes Kind sind die Romanfiguren von Film und Buch sind meine Helden gewesen. Aber es ist wirklich dann mit 10 so gekommen, dass ich in das Kino bin und den Film «Zurück in die Zukunft» eben gesehen habe, wo eben einerseits Musik drin vorkommt. Der Hauptdarsteller spielt Johnny B. Goode von Chuck Berry auf der Gitarre. Und er ist ein Skateboarder und er hat so ein cooles rotes Chile an, mit einer Jeansjacke drunter, und ich habe eigentlich mehr oder weniger all das nachher. Also all das hat all die bisherigen Vorbilder ersetzt. Und ich, also da hat es ein Skateboard gegeben? Ein Skateboard gegeben. Wir sind mit der Mami auf Zürich in Globus nach so Daunenschiles schauen, wo du kannst über eine Jeansjacke anlegen. Und ich habe dann zuerst mal Ukulele gelernt, aber dann bald darauf eine elektrische Gitarre auf die Weihnacht bekommen und habe dann können so langsam in die Richtung gehen. Auch anfangen Unterricht nehmen? Ja, ich hatte Ukulele-Unterricht, klassische Gitarre-Unterricht, aber dort bin ich nie ganz, also es hat wie nie ganz dem entsprochen, wo mein Vorbild war. Ich wollte wirklich elektrische Gitarre lernen, ich wollte Blues spielen und Rock spielen. Und eigentlich erst dann, als ich zu einem Gitarrenlehrer gekommen bin, der mir gezeigt hat, wie man Songs, die einem gefallen, selber rauslässt. Wie man mit dem Kassettchen zurückspult und auf den Bass lässt und dann den sucht auf der Gitarre und dann so langsam weiss, wie das Lied gespielt wird. Erst dann habe ich eigentlich das bekommen, was ich wirklich wollte. Und das ist schlussendlich, ich wollte selber eigene Lieder machen und selber Musik erfinden. Was für Musik hast du zu dieser Zeit gehört? Was sind deine Vorbilder, deine Idole? Meine Idole sind Huey Lewis and the News gewesen. Natürlich auch vom Soundtrack von Back to the Future. Und nachher ist der Bryan Adams gewesen. Und dann, wo ich dann viel mehr noch so auf die Gitarre gehört habe, ist es eigentlich
ist es immer Eric Clapton, Santana, Jimi Hendrix und der David Gilmour von Pink Floyd. Die vier Gitarristen haben eigentlich mich geprägt. Und bis heute, wenn ich ein Gitarre-Solo spiele, dann überlege ich mir, wie würde es jetzt David Gilmour machen, wie würde er die Melodie ausbauen und zu einem Höhepunkt führen. Also, die bleiben bis heute meine grossen Helden. Also wie viel übt der Adi Stern Gitarre heute noch? Also heute viel zu wenig. Heute ist es wirklich, gerade jetzt in der Zeit, wo wir jetzt sind, wo wir noch Konzerte spielen, ist es eigentlich ein so, dass die Gitarre ist ein Mittel zum Zweck. Die Songs sind geschrieben, die sind geübt, wir haben viel probiert und viel Feinschliff gemacht. Und jetzt ist sie da, um dann am Konzert mit ihrer Auftritt und vorher noch ein bisschen einspielen. Und das ist aber auch eine Zeit, wo ich oft schon noch ein bisschen andere Projekte mache. Ich bin jetzt gerade noch an einem Kindermusical dran. Und so bin ich eigentlich immer am Musik machen. Aber der Adrian Stern als Gitarrist, der muss ein bisschen, dem sein Können muss ein bisschen leiden in dieser Zeit. Aber, höre ich daraus heraus, es soll wieder Zeiten geben, wo das wieder ein bisschen im Vordergrund rücken darf? Ja, unbedingt. Also gerade so, dass einfach unbeschwert auf dem Sofa sitzen mit der Gitarre in der Hand und mal schauen, was so dabei rauskommt. Das ist eigentlich sehr wichtig, damit neue Lieder können entstehen können. Das muss immer schon wieder, die Zeit muss immer dann bald wieder mal nehmen. Du hast dir relativ lange Zeit genommen, von dem vierten zu dem letzten Album jetzt. Wo inspiriert man sich? Wo inspirierst du dich? Also jetzt gerade für das letzte Album «Eins und Eins» ist eigentlich die Inspiration sehr fest aus dem herausgekommen, dass ich geheiratet habe und dass meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Also wir sind eine Familie geworden. Und das zu einer Familie werden hat bei mir dazu geführt, dass ich auch ganz weit zurückgedacht habe. Ich habe viel so mich davon erinnern an wie ich aufgewachsen bin. Ich bin ein paar Jahre in Walliselle sogar aufgewachsen. Und wo wir ja dann spielen, an den Musikfesttagen. Und ich habe mir überlegt, wie das war mit meinen Eltern und mit dem Aufwachsen, die erste Liebe, dann eben bis zum selber eine Familie gründen. Und also so ein bisschen eine Bilanz ziehen eigentlich, schon mal so eine Zwischenbilanz ja, ziehen. Vielleicht auch ein bisschen sich fragen, wie mache ich es denn jetzt, wo das bei mir anfängt. Ich habe eine kleine Familie, ich habe eine Tochter, eine Frau und das, ich möchte, dass das gut kommt. Und wo holt man sich da die Inspiration oder die Inputs? Und ein Teil davon ist aus meiner Vergangenheit gekommen. Was ist denn einmal zuerst da? Ist es der Text oder ist es Musik, ist es Melodie? Was kommt denn zuerst, wenn du jetzt an die letzten 14 Songs zurückdenkst? Also das ist eigentlich gar nicht so klar. Ich wünschte mir manchmal, es wäre klar. Also gerade wenn ich eine Idee habe, die von einem Text ausgeht, wenn da ein Ziel ist, wo für mich nach einem Refrain tönt, dann ist immer alles sehr einfach. Irgendwie die Musik muss einfach dem folgen und schauen, dass die Ziele genug beleuchtet werden. Dann geht es mir immer ganz ring von der Hand. Aber jetzt gerade bei diesem Album hat es alles gegeben. Es hat ein Gitarrenfragment gegeben, wo irgendeinmal mitten in der Nacht mir in den Sinn kam, das könnte ja um diese Erinnerung gehen, an diese Zeit in meinem Leben. Und dann Leben. Kommst du auf und schreibst es gerade auf? Und dort habe ich dann versucht, nicht aufzukumpen, damit das Baby nicht aufwacht. Und ich habe dann so wirklich ein iPad extra so eingerichtet, dass ich dort meine Texte kann ganz leislig eintöckeln kann. Und dass dann das gerade in den Wolken gespeichert wird, wenn ich am nächsten Tag in meinem Studio bin, kann ich ihn einfach wieder aufmachen und weiterarbeiten. Und dann habe ich dort dann vielleicht gemerkt, ah nein, das würde sich besser eignen mit dem Rhythmus in dieser Art. Und der Rhythmus in dieser Art hat dann wiederum eine andere Gitarrenbegleitung verlangt. Also es ist wirklich noch auch spannend für mich selber. Es ist immer, wenn ein Lied entsteht, einmal bei mir, ist alles offen. Zuerst mal, es gibt eine Idee und das Ziel ist, dass die am Schluss
die Wirkung erzielt, die sie bei mir auch erzielt hat. Aber wenn ich dort hinkomme, das können alle Parameter, sei das Melodie, Text, Instrumentierung, Tempo, Tonhöhe, das ist alles variabel und variiert sich auch, bis es dann irgendwann so zusammenkommt und eine unverrückbare Einheit gibt. Und das spürt man wirklich. Also, ich habe das Gefühl, zu merken, jetzt stimmt es, jetzt lasse ich es gescheiter in Ruhe. Man hört ein bisschen daraus, wenn der Text da ist, um die Musik herzubringen, scheint einfacher zu sein wie der andere Weg. Also wenn Musik da ist und dann sollte ein Text herpassen. Ja. Du singst mittlerweile Mundart, hast auch mal Englisch angefangen. Und Mundart hat man so das Gefühl, es ist zwar nahe, aber es ist so ein bisschen rund und so ein bisschen schwer. Es wäre so viel einfacher, die schönen Wörter und, auf Englisch zu bringen. Also ich finde, Mundart ist lässig, aber es ist nicht eine einfache Sprache, um sie rund zu machen. Ja, du hast recht. Also du hast natürlich in der englischsprachigen Musik auch, die uns ja Tag ein, Tag aus begleitet, hast du einen Fundus an Bildern und auch an Klischees, wo du eigentlich so kannst, fast baukastenmässig nehmen und so einen Text formen, der auch mal, sagen wir mal, suggeriert, dass er etwas zu erzählen hat. Aber dass er dann wirklich etwas erzählt und wirklich auch beim genauer Anhören eine gewisse Substanz hat, für das habe ich das Gefühl, hast du dann wiederum die gleichen Aufwände, wie du hast, wenn du einen schweizerdeutschen Song schreibst. Nur beim schweizerdeutschen Song kommst du sofort das Feedback über. Du schreibst etwas auf und denkst, das klingt noch gut, das ist noch lässig. Ich glaube, da kommt es jemand über und nachher liest das jemandem vor und er sagt dir entweder, das sagt mir jetzt überhaupt nichts oder ich verstehe es nicht richtig, von was singst du da? Und das ist einfach so viel eindeutiger, gerade das Feedback, auch ob das Wort gut klingt und singbar ist. Das kommt gerade. Und im Englischen machst du zum Teil, nimmst du Wörter, wo gut klingen und verzichtest dafür ein bisschen auf Inhalt. Aber für mich, ich bin selber 2 Jahre haben wir in den USA gelebt und ich kann eigentlich relativ gut Englisch. Und für mich gelten dann solche Songtexte nicht. Also, ich habe auch also du durchschaust quasi die Oberflächlichkeit? Ja, ich finde ich höre halt gerne auf den Text. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich Schweizerdeutsch dass ich eigentlich mich der Herausforderung stellen wollte, Texte zu machen, wo man kann zulassen und wo einem könnt an einen Ort mitnehmen, wo man vielleicht selber schon mal gewesen ist oder wo einem könnt ein Gefühl übermitteln, wo man selber schon mal gefühlt hat, aber vielleicht mit neuen Worten erzählt bekommt. Und das ist für mich auf Schweizerdeutsch besser gegangen. Auf Englisch bin ich viel mehr in die Klischees. Man möchte gerne fallen, ihnen tappt. Wie hat dein Umfeld reagiert, wo man gekommen ist und gesagt hat, so, ich will jetzt etwas Tieferes, ich will ein bisschen mehr von mir, mehr persönlich, ich singe jetzt Mundart? Es hat sich eigentlich schon wirklich so in 2 Lager gespalten. Funktioniert gar nicht. Ja, es hat einfach die gegeben, du hast gemerkt, die hören Sound. Die stehen auf Musik, wo quasi für ihren Lifestyle, wie ein Pullover oder ein cooles Paar Schuhe oder so, hat man dann die coole Musik. Und eigentlich, je weniger man versteht, desto besser, weil sonst könnte man ja noch merken, dass es vielleicht gleich sich nicht ganz deckt mit dem eigenen Lifestyle. Und auf Schweizerdeutsch ist das einfach, dann bist du eigentlich sofort einfach mit deinem Sound cool sein, ist dann schon mal schwierig, weil man hört einfach wirklich auf die Worte und es geht ums Berühren und um Nähe und um Ehrlichkeit. Und dann sind eigentlich die Seiten von meinen Kollegen, die einfach Sound zum cool sein gehört haben, die sind dann mal ziemlich schnell abgesprungen. Und dafür hat sich aber auf der anderen Seite eine Welt von Freundschaften aufgetan, wo sich zum Teil auch selber mit dem beschäftigen, mit Geschichten erzählen und mit der eigenen Sprache spielen. Und also kannst du rückblickend sagen, also kannst du nicht Musik hören oder Musik gut finden, wenn du dich mit dem Text nicht identifizieren kannst? Das
Einfach um den Song zu lieben. Also gerade was Tanzmusik, Dance, R&B, Soul und so betrifft, dort kann ich das total locker, den Anspruch an, dass es jetzt so eine Tiefe muss haben, weglegen, weil es ist auch, die Musik will das gar nicht sein. Und manchmal merkst du es sogar auch, dass die Worte eigentlich auch ein bisschen leisiger gemischt sind, weil es einfach, das ist ein Teil, der geht um den Groove von der Sprache, der geht um, ja, und natürlich auch um Party-Themen, sei es jetzt sich verknallen, Erotik, die ganze Spannung, die man hat, wenn man in den Ausgang geht. Und das ist etwas anderes. Und das kann ich eigentlich sehr gut abstrahieren. Und ich bin zum Beispiel auch total Fan von gewissen Katy Perry-Songs, wo ich einfach so die Teenage-Idylle besingen und so. Und das aber hat einen wahnsinnig tiefgründigen Text mit sich bringen. Ja, genau, aber gleich gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Also dort geht es dann um das, wie es ja auch in der Popmusik darum geht. Es geht darum, etwas einfach wirklich auf den Punkt zu bringen, sodass es im Rahmen von diesen 3,5 Minuten einfach ankommt. Und sagt das ankommen, man tanzt wie ein Wilder auf der Tanzfläche umeinander, oder man erinnert sich an seine eigene Teenager-Erinnerungen, oder man kommt so eben ganz in eine nachdenkliche Stimmung, wo man über das Leben reflektiert. Also all das in der Popmusik ist das Ziel, das einfach auf den Punkt zu bringen, dass es nach wenigen, dass es eben nach 3 Minuten einfach funktioniert. Und das ist eine Kunstform, die mich in allen Facetten fasziniert. Und deine Fans heute, die halt deine Texte verstehen, die sagen, ja, zu diesen Texten stehe ich, zu dieser Musik stehe ich, die identifizieren sich ein Stück weit mehr mit dir. Also mich hat es gedacht, sie tun eigentlich sehr fest in ihrem eigenen Leben beleuchten. Also sie hören meine Songs und sehen erkennen sich im besten Fall selber. Und also in vielen Songs ist das so. Es gibt natürlich Songs, jetzt auf der neuen CD gibt es schon 2-3 Lieder, die so persönlich sind, also in der Beschreibung so eindeutig beschrieben, dass das jetzt nicht jeder hat, hat Eltern, die sich getrennt haben. Und erinnert sich, ja, und erinnert sich an eine Silvesternacht, wo die Eltern noch zusammen sind und zusammen mit Freunden Silvester feiern. Das ist ein Lied auf der neuen CD, das heißt Polaroid. Und ich glaube, dort ist es dann schon relativ klar, das ist jetzt mein Lied und ich erzähle euch jetzt etwas aus meinem Leben. Aber ich versuche universell zu bleiben in anderen Songs, weil ich das selber einfach auch gerne habe, wenn ich in Songs von anderen Leuten mich selber erkenne. Merkst du, wenn du auf der Bühne bist, gerade auch auf einer vielleicht kleineren Bühne, wo das Publikum nahe ist, merkst du jetzt gerade so, wenn der Funken überspringt, wenn das Publikum merkt, ja, das ist die Situation, selber anfängt zu studieren, zurückdenkt und so ein bisschen in diese Stimmung reinkommt, merkt man das? Ich glaube es. Also, ein Teil von mir ist natürlich, wenn er auf der Bühne ist, ist er irgendwie auch ein Romantiker, der sich einfach die Situation... Ich liebe das, dann in die Musik eintauchen, und wenn ich dann schon nur ein paar Leute sehe, die ein bisschen am Mitgehen sind, dann ist für mich schon ganz vieles gut. Also insofern bin ich nicht objektiv, aber ich habe das Gefühl, das zu merken am Konzert, wenn der Funke überspringt. Was macht den Unterschied für dich als Künstler, ob das Publikum ganz nahe ist, vielleicht ein bisschen in einem intimeren Rahmen, einen kleineren Raum, anstatt eine riesen Bühne mit zwar ganz vielen Leuten, aber halt auch mit Distanz? Eigentlich habe ich alles gerne. Es hat eine grosse Open-Air-Bühne, kann etwas wunderbar sein, gerade auch wenn man sich, wir haben es ja davon gehabt, von diesen Jugendträumen, nachher bist du da auf dieser grossen, wenn der Sound ist riesig und Das geniesse ich wahnsinnig. Und dann andererseits im ganz kleinen Rahmen, wenn es ganz still wird und alle zulassen und dann eben vielleicht die Augen zumachen und abdriften in das Lied, das ist dann genauso grossartig. Also ich mache alles und liebe auch alles.
in Wallisellen, wo du am 27. September zum Schluss von der Musikfestung spielst. Ist es eine kleinere Bühne, das Publikum ist sehr nahe. Wie ist es zu diesem Engagement gekommen? Ja, eigentlich ganz klassisch mit einer Anfrage über das Management, ob wir dann möchten spielen. Und ich habe dann, es ist eigentlich noch ein bisschen ein heikler Termin gewesen, weil es ist ziemlich in der Nähe von der Geburt von meiner zweiten Tochter. Aber es ist, und es markiert auch den Abschluss von unserer Tournee, wo wir mit dem Album «Eins und Eins» unterwegs sind. Wir werden nochmal das ganze Programm spielen. Und einfach die Aussicht darauf, dass ich mit meiner Band noch mal zusammenkommen kann, ein ganzes, ein volles Set spielen, ist einfach zu schön gewesen. Wir haben, ich habe eine tolle Band und wir haben eine super Stimmung untereinander und lieben es, zusammenzukommen und für die Leute Musik zu machen. Und so haben wir eigentlich nicht lange gezögert und dann ja gesagt. Und hoffen, dass deine Tochter entweder ein bisschen früher oder ein bisschen später auf die Welt kommt. Genau, das hoffen wir einfach so. Du hast die Tournee angetönt, «Eins und Eins». Wenn man jetzt zurückschaut, nach so einem Erfolg von Herz, und dann irgendwann hat man die Tournee gemacht und irgendwann kommt dann mal, was machen wir weiter? Dann ist ja ein enormer Druck da, ein Bestätigungsdruck. Also es muss Minimum gleich gut sein oder noch besser, wenn es dann so kann. Wie geht man als Künstler mit so einem Druck an ein neues Projekt her? Also es ist für mich auch eine Premiere gewesen. Oder «Herz» ist mein erfolgreichstes Album. Und ich bin eigentlich, ich glaube, schon ein bisschen überfordert gewesen. Ich merke es, wenn ich jetzt so Demos höre, ich habe mindestens doppelt so viele Lieder geschrieben, wie dann auf der CD gelandet sind, dann merke ich noch recht, dass ich beim einen Song habe ich versucht, die Stimmung von Amerika einzubauen und zu kombinieren mit der Stimmung von Nummer 1, also diesen beiden bekanntesten Lieder. Ich habe eigentlich ständig irgendwie versucht, ein Element von diesem Hit mit diesem Hit zu kombinieren, ohne dass ich es wählen habe. Das passiert, glaube ich, einfach. Du weißt, ich habe Erfolg gehabt, den Leuten hat das gefallen. Ist die Verlockung gross, in dem zu bleiben? Ja, es ist nicht einmal eine Verlockung, es ist einfach immer da. Es ist einfach immer da. Du bist eigentlich, deine Objektivität ist völlig gestört. Und ich habe auch viel mehr denn je Songs anderen Leuten gezeigt und denen ihre Meinung dann manchmal auch fast zu ernst genommen und zu viel verändert. Und ich bin dann wirklich so auf Irrwegen unterwegs gewesen, auf der Suche nach etwas, wo Hand und Fuß hat, wo man kann sagen, das neue Album, das ist das. Und dann ist es dann irgendwann mehr so wie Schuppen ab den Augen gefallen. Es geht ums Aufwachsen, jetzt geht es ums Familie sein und ums Aufwachsen. Weniger um Liebesbeziehungen und Romantik. Ja, oder eigentlich um die Entwicklungen vom Leben. Und so ist es dann irgendwie, plötzlich ist es wie der Liedkreis da gewesen und ich habe aus diesen fast 30 Liedern dann können die Sachen rausnehmen, wo das Konzept ergeben und habe dann nochmal lang dran gearbeitet und dann das Album so können beenden. Aber es ist also ein komplizierterer Weg gewesen als vorher. Ich komme gerade wieder auf «Eins und Eins». Du hast vorher Amerika angesprochen und Träume, Jugendträume. Es ist nicht Italien, der Strand in Spanien oder in Griechenland, sondern das Amerika. Was ist das, was ist die Faszination von dem Amerika und was ist von dem Traum geblieben? Also für mich ist es natürlich einfach, das zu erklären, weil ich als Kindergärtner 2 Jahre in der Nähe von San Francisco gelebt mit meiner Familie. Und San Francisco ist für mich heute noch eine der schönsten Städte, die es gibt. Und ich bin jetzt erst mal mit Musik in Berührung gekommen. Und ich liebe auch jetzt noch Musik, die aus den USA kommt, all die Singer-Songwriters, die es dort gibt. Es ist so eine lebendige Musikkultur. Also plus noch das grosse Land, wo man so endlos kann reisen kann. Und gerade wenn man aus der Schweiz kommt, wo die nächste Autobahnausfahrt nach 5 Minuten kommt, ist das einfach so anders und so
es passt so zu Träumen. Zu Träumen, die einem so weit wegschweifen. Und Amerika passt einfach zu dem. Und wie viel Traum lässt dein jetziger, wenn man sagt, oder eins und eins ist jetzt so eine Entwicklung, ist nicht mehr so romantisch, nicht nur Liebesbeziehungen, und wie viel Traum hat noch Platz? Ja, also in Zukunft sicher wieder mehr. Auf eins und eins gibt es das auch. Es ist eigentlich sehr viel Sehnsucht. Also es sind Abschnitte von meinem Leben besungen, wo ich sehr, sehr sehnsüchtig also und verträumt bin. Also Sonnenschein ist ein bisschen sehnsüchtig. Genau, Sonnenschein ist sehr sehnsüchtig, genau. Und ist aus einer Erinnerung an eine Reise auf Italien eigentlich entstanden. Es hat sich vielleicht wirklich jetzt mit Familie reisen wir nicht im Ganzen so weit. Unsere letzten Ferien haben wir in der Nähe von Lucca in der Toskana verbracht, aber das habe ich wunderbar gefunden. Und das, ich glaube schon, der Radius ist ein bisschen verkleinert im Moment, aber es gibt genauso schöne Destinationen da. Du hast gesagt, du hast ganz viele Demo-Versionen gemacht, 30 Titel, bis es dann zu den 14, die jetzt auf dem 1 und 1 sind, gekommen ist. Wie müssen wir uns die Auswahl vorstellen? Wer sagt am Schluss, welche 14 Titel bleiben auf dem Album oder kommen dort drauf? Also ich glaube, wenn ich dir die 30 würde sagen, würdest du vielleicht selber auch zu einer ähnlichen Auswahl kommen. Ich finde, es ist recht eindeutig. Okay. Ich finde, von diesen 30 sind... Also vielleicht ist es nicht 100% eindeutig, aber es gibt wirklich so Songs, wo ich so versuche, vielleicht auch jemand anderes zu sein oder versuche, einmal etwas Lustigeres zu erzählen oder einmal etwas, was mir schlussendlich nicht so liegt. Also das Fazit war immer für mich, nice try, aber jemand anderes macht das besser. Du, also es hat kein Song bist... über Klippen schwingen, der dir ein bisschen wehtut? Nein, es hat aber... Ich meine, auf dem Album sind 14 Songs und das sind doch mehr als auch schon... Also es hat schon... Es war schwieriger, sich ganz eng festzulegen. Es hat auf dem Album Songs, wo ich das Gefühl habe, für gewisse Leute sind die grossartig und andere fühlen sich weniger angesprochen. Und wir haben das aber bewusst so ein bisschen grösser gemacht, weil die einfach auch noch in den Liedkreis mit dem Thema aufwachsen und mit dem Thema den ganzen Weg bis dahin gepasst haben. Wenn dann das Album fertig ist, sind wir wieder bei dem Erfolg und man weiss, da braucht es einen Bestätigungsdruck. Und dann irgendwann sagen zwar alle um das Umfeld herum, es sind die besten 14 Songs und ja, das kommt gut, aber irgendwann kommt es raus und dann kommt die Reaktion von außen. Ja. Wie ist das? Das ist recht... Also das habe ich eigentlich schon noch nie gern gehabt, den Coming-out-Moment, wo quasi die zwei oder drei Jahre intensiv sich beschäftigen mit seiner eigenen Musik und seinen Arrangements, dann ist auf eine CD gepresst wird und dann kommt das jemand rüber, tut es zu ihnen, aha, eins, zwei, drei, ist nicht schlecht, okay, fertig. Also so, es gibt gewisse Journalisten oder so, wo so eine CD hören und nachher ist es das gewesen, oder? Und dein Herzblut wird dann eigentlich so schnell durchgesteppt. Und mit dem konnte ich noch nie gut umgehen. Das Gute ist, dass ich gewusst habe, ich habe ein Album gemacht, wo für mich der richtige Nachfolger ist, nach Herz. Es ist zwar nicht mehr ganz so ein volksnahes Album mit diesen ganz basic Themen Liebe und Sehnsucht geworden, aber das ist auch richtig. Einmal für mich in dem Moment. Also ich konnte mit einem reinen Herzen vor die Leute treten und sagen, das liebe Leute, ich habe das gemacht und das hat mich zu dem geführt. Und das bin ich. Ja, und das bin ich. Und natürlich gleichzeitig auch noch, und ich hoffe, es gefällt euch genauso, wie es mir gefällt. Magst du dich noch erinnern an den Moment, wo du zuerst mal einen Song von dir gehört hast im Radio? Ich glaube, ich mag mich erinnern, es war in einem Bowl-Center, wo ich irgendwelche Bretter kaufen, um mir irgendetwas im Keller zu zimmern. Und dann ist es aus diesen kleinen Deckenlautsprecher, ich wollte nur wissen, gelaufen. Und
ich weiss nicht, ich habe so aufgeschaut und umgeschaut und dann in dem Moment realisiert, niemand anders hört jetzt eigentlich im Moment so intensiv auf die Deckenlautsprecher wie ich hier in diesem Bootcenter. Wie ist es heute? Ist es heute normal, sich selber im Radio zu hören? Nein. Es ist immer noch, also wenn ich mich höre, dann eine Freude, ein Stolz und auch manchmal, also das lässigste Erlebnis ist, wenn ich Musik höre und denke, ah, das gefällt mir noch. Oh, das bin ja ich. Das gibt es noch so von dem Halb anhören und dann sich hören und dann zu merken, das gefällt mir. Also ich mache eine Musik, wo ich nicht einfach nur für eine imaginäre Zielgruppe mache, sondern ich mache eine Musik, wo mir selber auch gefällt. Und das ist ein schönes Gefühl. Und wie ist es mit alten Songs, also älteren Songs? Hörst du die immer noch gern oder denkst du, ah, nein, nicht mehr, das bin nicht mehr ich? Oder wie ist das? Es gibt Songs von früher, wo ich gerade so textlich das Gefühl habe, dort habe ich es nicht so ganz auf den Punkt gebracht. Dort habe ich zum Teil auch... Für mich ist zum Beispiel ein Thema beim Textenschreiben ist so deutsche Wörter verwenden oder Wörter, die man eher in der Schriftsprache verwendet. Das habe ich früher eher noch gemacht. Jetzt bin ich sensibilisierter darauf, was ist so, wie ich rede und was wäre eher so, wie ich schreiben. Und da fällt mir zum Teil auf, letztes Jahr wieder mal einen Song von mir gehört, unverbesserlich. Und das ist für mich ein Wort, das ich so nicht mehr sage, wo ich zwar schreibe und es hat noch andere Worte in diesem Song. Und ich finde es ein schönes Lied, ein sehr schönes Lied sogar, aber ich glaube, ich würde den Text ein bisschen anders schreiben heutzutage. Einfach näher beim umgangssprachlichen Reden. Wir sind fast am Schluss von unserer Sendung. Machen wir den Kreis zu diesen Musikfesttagen. Du hast gesagt, das ist der Schluss eigentlich von einer Tournee, wo ihr das neue Album vorgestellt habt. Und dann, was passiert mit dem Adrian Stern? Versinkt er für die nächsten 3 Jahre wieder in eine inspirative Phase? Also das ist ja dann Ende September. Und dann bleiben wir noch Oktober, November, Dezember. 3 Monate, wo ich mir zum Ziel gesetzt habe, einen Haufen, sagen wir, mindestens 12 neue Songs zu schreiben. Mein Ziel ist einfach am Ende von dem Jahr irgendwie zu wissen, wo es durchgeht. Und ich habe eine grosse Lust. Ich habe jetzt gerade nach dem Album, das eben so ein mehr Kurven genommen hat, habe ich wahnsinnig Lust, einfach allein anzuhocken, in mich hineinzugehen, was möchte ich spielen, was möchte ich singen. Wie soll das sein, einfach so einzutauchen in die Welt und ein neues Album zu machen? Also Gitarre nicht nur noch Mittel zum Zweck? Genau, Gitarre ist ein ganz wichtiger Teil von dem nächsten Album. Adrian Stern, dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg. Freut uns auf die Konzertserie jetzt noch bis Ende September und dann auf die neuen Songs, die hoffentlich bis Ende Jahr entstehen. Danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Danke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, so viel also zu den diesjährigen Musikfesttagen in Wallisellen und dem Aushängeschild Adrian Stern. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit dem aktuellsten aus der Region geht es jetzt weiter im Zürich-Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Wieder schauen miteinander. Zürich konkret ist Ihnen präsentiert worden von Domoreisen. domoreisen.ch